Studienlizenz weiter, als dort, wo ich eigentlich sein sollte. Und begebe ich jetzt noch finstere Mittelalter, ein noch finsteres Eck der Neuzeit, denn über die Papsturkunde des 18. Jahrhunderts gibt es fast nichts. Und ein englischer Historiker hat die Papstdiplomatie der Neuzeit überhaupt als ein Virgin Fields bezeichnet. Und es gibt eigentlich in der weit und breit außer Thomas Frenz in Passau kaum jemanden, der aus der Finsternis heraus leuchtet. Ich stütze mich in der Folge also sehr auf Ausführungen von Frenz und nicht auf eigene Arbeiten, die es im Prinzip nicht gibt. Ja, also. Zur Genese des Themas. Wir haben den Kongress geplant. Vorgeschichte, Nachgeschichte, Umfeld der Bistumserhebung bestanden wir daran, kommen drauf, eigentlich ist in der Mitte ein Loch, nämlich die Bistumserhebung selbst. Nun gibt es darüber eine sehr brauchbare Dissertation von Christine Kitzler und die nachbieten wollte eigentlich niemand. Daher dachten wir, wir gehen ins Materielle und schauen uns die Erhebungsurkunde und die Begleiturkunde dazu hier an. Also das ist das Ding, das im Designarchiv liegt. Ungefähr ein Meter in der Breite, 65 Zentimeter hoch, damit sich hier eins von den ganz großen Stücken, nicht singulär allerdings, eine 20 Jahre jüngere Bistumserhebung von Fulda ist noch ein bisschen größer. Wir haben in Wien auch die Linierung des Mainz-Komplexes, der Kollege May aus dem anderen Punkt, die ist auch noch ein Stück größer. Und die schon implizit angesprochene Gründungsurkunde der Universität Wien schlägt die alle noch, die ist über einen Meter in der Breite. Also solche Stücke, wo man den Weiß, ob man der Schafe gemästet hat, um das Pergament rauszukriegen, gibt es durchaus, aber sie sind eher selten. Und Papsturkunden pflegt man so im Jargon als Bullen zu bezeichnen. In der deutschsprachigen Diplomatik tut man das nicht so gerne, sondern da beschränkt man sich bei der Bulle auf einen bestimmten Urkundentyp, der diplomatische Merkmale hat. Nun, wie Sie hier unmittelbar sehen, das, was hier steht, ist eindeutig Adverbitum re memoriam und somit ist das Stück wirklich eine Bulle. Ich muss es schon hier wegzukriegen. Eine Bulle mit der entsprechenden Grußformel. Die Schrift, die Sie hier jetzt nicht gerade sehen, ist eine, na, wenn ich weitergehen würde. So wenigstens sollten Sie nicht, dass Sie eine Visitenkarte auskriegen, weil sie aber es reicht, ja? Sehr gehört, danke. Jetzt ja. Die Schrift, die Litteras Sancti Petri der Bulatica, eine fehlentwickelnde Neuzeit, wie ich es mir wissentlich sagen muss, ist ab dem 16. Jahrhundert eine Schrift, die die päpstliche Kanzlei verwendet. Das heißt nicht, dass alle Papstkunden so sind, aber die päpstliche Kanzlei verwendet sie und entwickelt sich bis ins 19. Jahrhundert weiter, wird immer unlesbarer, bis dann Leo XIII. Sie abschafft. Und unter anderem auch deshalb, weil die Papsturkunden, die von der Kanzlei ausgegangen sind, in dieser Schrift mussten begleitet werden von einer Transkription, damit die Empfänger wussten, was sie gekriegt haben. Das sonst keiner lesen konnte, sonst nehmen sie es nicht, aber es ist schon sehr mühsam. Und diese Schrift hat nicht nur paläographische Eigenheiten, sondern auch ein eigenes Kürzungssystem, das auch, sagen wir, so praktisch ist. Also zum Beispiel, das oben geht ja noch, man sieht hier, wenn der Pointer funktionieren sollte, ja, und das schöne E hier, oder hier eine Reihe von schönen E, das Buchstabe, das sehr häufig ist, ist das B-förmige E, besonders unangenehm beim Lesen, weil dieses Fluss S ist auch nicht ganz lustig. Zum Eingewöhnen, weiterförmig gehe ich nicht ein, aber man sieht gleich einmal, es ist ungewohnt. Und das System ist auch ein bisschen exzentrisch, weil normalerweise kürzt man so, dass man die Wörter noch irgendwie erkennt und bei den Endungen kürzt, bei Vorsilben kürzt. Hier kürzt man eigentlich das hauptsächlich. Also hier das
Beneis, könnte alles Mögliche heißen. Wenn man das F noch hätte, wüsste man, dass es Beneficis heißen muss. Hat man nicht. Oder besonders für das Imprenisis. Ein vernünftiger Mensch würde das Prä kürzen, das M schreiben und dann wüsste man, wie das Wort heißt. Hier ist genau das M weggekürzt, weil die Vorsilbe und die Endung und muss wissen, was dazwischen steht. Dank Thomas Frenz weiß man das in der Regel auch, der hat eine Liste publiziert der Kürzungen in der Polatika. Also das nur zu den Vergnügungen, die man hat, wenn man ein nicht ganz kleines Ding dieser Art lesen soll. Wie gesagt, es gab sicher auch für, es gab zweifellos, die römischen Abschriften, die mit nach Wien gekommen sind, die sind nicht da mehr. Es gibt andere Abschriften aus dem 18. Jahrhundert, die ihre Forschungsgeschichte haben, mit einigen Fehlern, die man beim Kollektionieren dann aufdecken kann. Aber die sind schon im 18. Jahrhundert verlesen worden, in einigen Kürzungsauflösungen. Und das trägt sich bis in die modernen Editionen weiter, die dann sich auf die Transkriptionen gestützt haben, nicht auf das Original. Ein Kennzeichen dazu ist, dass die Kanzlei das mittellateinische E für AE, das ist AE, weiterführt, während die Breven ein anderer Urkundentyp in Humanistenschrift schön brav klassisch wieder wird, wenn wir das nicht. Und alle Editionen, die es gibt, schreiben das AE und haben dann auch die Fehler drinnen, Transkriptionen des 18. Jahrhunderts. Also die Edition des Originals steht noch aus. Gut, die Genese des Stückes, vor allem mit längeren Verhandlungen zu Dachsen und dem Nachlass der Dachsen, also dem, auch dem politischen Grund, erspare ich uns und Ihnen. Bistum Wien ist sehr arm. Das Bistum Wien wird in Rom taxiert für die Silizienzahlung, die beim Antrag des Bischofs zahlen ist, mit 500 Kammergulden. Der Erzbischof von Salzburg zahlt 10.000. Zum Trost, der Bischof von Dragonara in Apulien zahlt 33, ein Drittel. Jetzt taxiert er dran, das ist ein Drittel. Das zahlt alles andere. Aber das lassen wir weg. Wir gehen dann doch zur Urkunde selbst, die Sie jetzt nicht mitlesen müssen. Es gibt in der klassischen Form eine schöne längere Arenga über die allgemeine rhetorische Einrichtung, über die Pflichten des Papstes, der für die alle Kirchen sorgt und sich ganz besonders auch die Kirchen angelegen sein lässt, die in Städten sind, wo hervorragende Personen tänzen, natürlich bei diesem Kaiserhof. Das Ganze geht auch in den Supplik Karls VI. Zurück. Und solche Erringen findet man öfter in Terminologie und Wortgruppen, das hilft dann beim Lesen, die wir seit dem Hochmittelalter kennen. Beispielsweise, ich habe einen kurzen Blick auf die Erhebung Prags 1344 geworfen, der Gedankengang mit der Pflicht des Papstes und den hervorragenden Kirchen, den hervorragenden Orten, für die er sorgen muss und ihnen helfen muss, was er gern tut, steht auch dort drinnen. Einen direkten textlichen Zusammenhang gibt es aber sicher nicht. Was Papst Arringen in der Neuzeit betrifft, finster. Konnte ich damit machen. Das wäre nur der Hinweis. Das ist sozusagen die Arena. Dann wird narrativ die Ausgangslage geschildert, in der die Urkunde jetzt hineinfährt. Die geht stark auf die Supplik zurück, die Karl VI. Geschickt hat, mit Argumentation. Das ist auch ganz üblich, dass Papstkunden die Petentenschriften übernehmen. Also Wien als Residenz der Erzähler und König und Kaiser, Bollwerk gegen die Osmanen, ist schon Bistum, hat eine große gläubige Gemeinschaft, im 18. Jahrhundert wohl wirklich wieder, und verdient daher erhöht zu werden. Und angesichts eben dieser Vorzüglichkeit mit dem Karls des VI. Und des Nutzens für die Christenheit, im Allgemeinen auch ein bisschen die Universität im Hintergrund gedacht, aber nicht genannt in dem Fall, nimmt er eben die Bitten auf und beginnt dann mit dem Inhalt. Die Arena geht bis zum weißen Pfeil, die Erzählung, dann die Narratio, warum Wien so großartig ist und ein Erzbistum werden muss, beginnt oben beim ersten weißen Pfeil und dann kommt ein Satz, der bis zum zweiten weißen Pfeil geht. In Editionen würde man vermutlich manchmal Punkte dazwischen finden, aber die Punkte schließen Nebensätze und keine Hauptsätze, also es geht wirklich nur bis dorthin, sonst fällt einem die ganze Urkunde auseinander. Was macht er alles? Er löst erst einmal den Kolonius, den Bischof, von allen Kirchenstrafen, denen er unterliegen könnte, die man vielleicht gar nicht weiß. Damit, wenn er nämlich inhabilis wäre und unter den Kirchenstrafen fliegen würde,
dann würde das Ganze gar nicht gültig werden können. Das ist eine so eine Ad Catenam, das kommt auch nicht vor, Absolution, die ist bei Bischofsernennungen und Bischofsbestätigungen ganz routinemäßig. Kann aber deine eigene Urkunde passieren, hier steht es drinnen. Dann der nächste Schritt ist ein Erzbistum braucht ein Suffragan. Das soll Wiener Neustadt werden, das ist schon vorbereitet. Und Wiener Neustadt steht den apostolischen Stuhl, das heißt, erst wird es aus der unmittelbaren Abhängigkeit vom apostolischen Stuhl entlassen. Sonst könnte Wien nicht unterstellt werden. Dann kommt die Erhebung zum Erzbistum eigentlich. Dann kommt die Erhebung des Kolonitz zum Erzbischof. Das wird streng getrennt. Es muss ja auf Dauer gelten. Es hat nichts davon, wenn Kolonitz erst ist und sein Nachfolger nicht mehr. Also es muss die Kirche von Wien auch zum Erzbistum ernannt werden. Und dann kommt die Unterstellung von Wiener Neustadt mit allen Rechten, denen dem Metropoliten eben über einen Suffragan gebühren. Das steht jetzt schon nach dem weißen Pfeil, da kommt dann wirklich ein Punkt im Text. Dann kommt noch extra die Übertragung von Klerus und Volk der neuen Erzdiözese noch einmal an die Kirche von Wien und an den Erzbischof wiederum getrennt und die ewige Unterstellung von Wiener Neustadt ist Suffragan. Dann geht es noch weiter, was noch ganz wichtig ist, das ist die von den roten Pfeilen. Bei Diplomatikern alles beliebten Monobstantien. Das heißt, man muss alle dagegen stehenden Argumente und Urkunden und bereits bestehenden, noch kommenden Privilegien, die es gibt und die es geben könnte, ausschließen. Die sollen dem nicht entgegenstehen. Besonders kompliziert, weil da muss man auch andere Papsturkunden ausschließen. Da muss man auch Papsturkunden ausschließen, in denen in den Monobstantien drinsteht, dass sie nicht ausgeschrieben werden können. Und das muss man jetzt auch wieder aufheben. Also es sind dann längere Passagen in vielen Schachtelsätzen, die in einer ordentlichen Papsturkunde und Rechtsverleihung nicht fehlen dürfen. Ist im Spielmittel das sicher für die Prokuratoren, die Urkunden entwerfen, eine Einnahmequelle, weil das ist länger und da muss man jede Klausel, die man nur erdenken kann, irgendwie reinschreiben. Gut, das ist sozusagen der Inhalt dieser Urkunde, die der Kern der Sache ist, über die ich jetzt aber nichts mehr sagen möchte, weil Stefan Schimmer versprochen habe, nicht zu lang zu sprechen. Flankierend die Bulle, Bleibulle in diesem Fall, nach der die Bulle als Urkunde auch heißt, ganz wie üblich noch, wie es seit dem Hochmittelalter der Fall ist, die Apostelfürsten oben und auf der Rückseite der Name des Papstes mit Ordnungszahl in Kapitalis. Und unten, vielleicht ein bisschen besser sichtbar, die des Vorgängers, gesehen, die noch ganz gut erhalten ist, die vom Innozenz ein bisschen abgebrannt. Dann ein ganz dunkles Kapitel, die Vermerke in der spätmittelalterlichen Papstforschung, die Vermerke, das was den meisten interessiert, über den Inhalt hinaus. Hier in der Neuzeit auch wiederum Schwärze. Es gibt eine Untersuchung von Frentz, die bis 1525 es erreicht. Dann ist es aus. Also man weiß über die neuzeitliche Kanzleiorganisation, die sich hier widerspiegelt, kaum etwas. Daher zwei Vermerke, die unter der Blicke ist das umgebogene Pergamentstück am unteren Rand, stehen, die ich hier mit Fragezeichen versehen musste. Was das eigentlich ist, ich weiß es einfach nicht. Wer hier gegen gezeichnet hat, wer hier abgezeichnet hat, wer hier Vermerke angebracht hat, Kontrollvermerke, Wachsvermerke kaum, die werden noch besser identifizierbar, weil hier fast nichts gezahlt worden ist, das haben sie in Wien ausgehandelt. Ein Registraturvermerk, das ist ein Hinweis im römischen Register, im Vatikanischen Archiv, findet man sicher noch einiges dazu. Konnte nicht hinfahren. Der Vermerk hier rechts unten, der besagt, dass nichts zu zahlen ist. Mit dem Vermerk zu zahlen sind die Servizien vom Bischof, wenn das Amt antritt. Und die wieder argumentieren ganz schlau und sie sagen, das Erzbistum Wien kriegt keinen Pfennig mehr als das Bistum. Die Servizien vom Bistum sind gezahlt, ein paar Jahre vorher, wie Kolonis Bischof geworden ist. Jetzt ändert sich aus dieser Sicht überhaupt nichts. Er wird nur sozusagen aufgeblasen und ist Erzbischof. Aber aus römisch verwaltungstechnischer Sicht ist es dasselbe wie vorher. Und hier fallen all diese Taxen, die hier zu zahlen wären, gar nicht an. Damit kommen sie durch und das wird hier unter der Plika, also wenn die Urkunde auffangen, sieht man von gar nichts. Die ganzen Vermerke sind alle sozusagen darunter. Das sind die Schauvermerke, das haben wir, und drunter sind dann die ganzen anderen, die man beim Aufklappen sieht und sonst eben nicht, und das nicht sehen soll.
Es ist viel schöner. So. Gut, das ist sozusagen das enttäuschende Ergebnis von der Erzbischofserhebung. Diese eine Urkunde hätte noch zu. Wenn man Bischof wird, kriegt man nämlich viel, viel mehr. Ein Bischof kriegt immer ein ganzes Paket, seit ich bin mittlerweile, ein ganzes Paket dazu geschickt. Für Kolonien, fürs Bistum gibt es das. Also hier zum Beispiel eine Kollektion von Papsturkunden vom selben Datum, die rausgeschoben worden sind. Was so alles nötig ist. Also er muss zunächst einmal überhaupt bestätigt werden, dass er gewählt worden ist zum Bischof. Das muss drinnen stehen, dann muss er von seinem früheren Bischof, er Bischof von Weizen in Ungarn, gelöst werden, mit dem er verheiratet, dass die Ehe muss gelöst werden und dass er neu eingehen kann. Und die proforma Absolution muss ernannt werden, dann kann er ein Benefizium in Ungarn behalten, das muss auch immer extra bewilligt werden, das ist eigentlich den Kunden davon abgeben müsste, schon gesagt. Und dann gibt ein ganzes Paket raus an Anzeigen an Leute, die wissen müssen, dass ein neuer Bischof ist und die ihm im Normalfall auch gehorchen müssen. Das ist gleich ein Gehorsamsmandat dabei. Das geht einerseits an den Fürsten, wohl weniger ein Gehorsamsmandat, das mit der Anzeige. Das geht vor allem ans Domkapitel, das der Hauptpartner und vielfach auch Hauptgegenspieler des Bischofs ist. Das geht dann an Kiosk, der Diözese und der Stadt heißt es meistens, an die Vasallen, das wird mitgeschleppt, und an das Volk auch in der Diözese. Hier in der Kollektion, die ich im Dezember gefunden habe, sind Fürst und Domkapitel nicht dabei gelegen, vielleicht woanders. Sie sollten dort liegen, weil solche Urkunden gehen nie an den Adressaten selbst. Also es hätte im Domkapitelarchiv nichts zu suchen, sondern die gehen an den Begünstigten und der soll sie den anderen unter die Nase halten und vorlegen. Respektive nicht nur unter die Nase halten, sondern auch vor Augen aushängen. Das ist ein Plakat, mit der ist auch wiederum nicht die Erzbistumserhebung, sondern die Inauguration, die Introduktion von Kolonitz zum Bischof von Wien ausgehängt wird, mit der Urkunde an das Volk eben, in Latein und in deutscher Übersetzung wohlweislich und unten ganz klein der Einladung zur Feier in St. Stephan. Wer kommen will, möge kommen. Also auch hier Public Relations auf Plakatebene. Und was mich durchaus überrascht hat, das Ganze ist auch in Polis Austriacus abgedruckt. Und das ist die bisher beste Edition, die es gibt, besser als die neuen. Weil die haben offenbar noch die römische Transkription gehabt und haben die Kürzungen daher nicht falsch aufgelöst, die in den Kopalik und so in den jungen Editionen dann eben falsch sind und auch schon in den Transkriptionen. Es gibt eine Notarielle, die glaube ich, die Abschrift aus 1766 die im Archiv liegt und da sind die Fehler schon alle drinnen. Gut, das also jetzt zu der Publikation des Ganzen und zu bekannt machen. Die folgende Eintragung ist in das Postwesen. Also, ja, warum nicht? Papstkunden finden auch in ihren Weg, da gibt es eigene Boten dafür. Den ganzen Aufwand spart man sich bei der Erhebungskunde. Einige Sachen, die hier in dem Bischofspaket schon sind, braucht er nicht mehr. Und einige Sachen sind eben integriert, wie die Absolution und die Ernennung zu die Zuordnung des Suffragans. Da haben sie offenbar gemeint, lieber nur eine Urkunde und soll es größer sein, als mehrere. Das dürfte auch im Zug der Rationalisierungsmaßnahmen gewesen sein, dass man das hier das Paket nicht hat. Trotzdem, eigentlich müsste es ein Mandat an den Bischof von Wiener Neustadt geben, dass er jetzt der Suffragan ist. Er hat sich schon vorher, der ist auch ein Jahr als Bischof gewesen, da war die Sache im Gang, schon verpflichten müssen, dem zuzustimmen. Aber das war eher eine interne Regelung und eigentlich hätte die Papsturkunde gebraucht, aber die scheint es nicht zu geben. Die anderen Urkunden, also wenn man mit Prag zum Beispiel vergleicht oder Fulda, dem Stift, die ich mal angeschaut habe, die enthalten noch lange Bestimmungen über die Einrichtung des Bistums. Das ist in Wien nicht der Fall, weil Wien ist sehr österreichisch. Man macht einmal, es wird Erzbistum und wie es genau konkret funktioniert, schauen wir nachher. Also die eigentliche Einrichtung der Diözese dauert dann nachher noch eine Weile. Erst wird sie dauert dann noch eine Weile. Gut, nur zum Zeigen,
Das ist das Stück von Fulda. Es schaut im Prinzip genauso aus, nur ein bisschen größer. Und das ist auch einfacher, das sind die Breven, die Schriften, die über die Sekretäre rausgehen. Der Gros der Papstbekunden der Neuzeit sind solche Dinge. Und die sind in schönen Monistenschriften, im monistischen Latein, auch mit schönen AE. Und meistens klärig, die Klausel werden zu lang, gibt es auch in verschiedene Formen, haben auch unterschiedliche Ausprägungen hier mit der Adresse an die Person, an die es geht, oder einer allgemeinen Formel, die unten hier 2 vom Ignatius 13. auch. Und noch kurz zur Pallienurkunde, die mich hier bereits in Wien bedient und bei einer älteren Arbeit, wie das Pallien so ausschaut. Ich schalte gleich weiter. Das ist die Urkunde, die in der gleichen Grammatik ist, mit der dem Bischof, der Erzbischof das Pallium verliehen wird, ist ein halbes Jahr später, weil noch über die Taxen gestritten worden ist und weil dann der jetzt 13. krank geworden ist. Und dann wurde eben beschlossen, das Pallium wird übersandt, kommt mit einem Boten nach Wien und dem entsprechenden Text. Ein Gratialbrief in diesem Fall, also keine Bulle, mit der üblichen Apostolischen Benediktion Formel, die auch schon sehr alt ist, und aber doch seine Schnüren. Das erfährt man da unten, dass das sein muss, da drauf steht. Also jemand in der Bullerie hat gewusst, was die dranhängen sollen. Und wie sie die Bulle dranhängen sollen. Hier ist der Kolonius Erzbischof schon namentlich adressiert. Eigentlich gibt es keine, braucht man hier nicht. Und die kommt gleich zur Sache, mit einer Narratio, die im Text Anklang an die Haupturkunde hat, nachdem wir zum Erzbistum erhoben haben und weil und das so wichtig ist und so weiter. Diese textlichen Bausteine von Urkundentyp zu Urkundentyp transportieren ist auch so ein klassisches Beispiel für Papstkunden, wie gearbeitet wird. Und deshalb kommt eben der Bitte nach der Papst und übersendet dem Erzbischof Pallium und die Bischöfe von Bech und Wiener Neustadt oder einer von ihnen sollen ihm das überreichen mit einer Formel, die zu sprechen ist und inseriert ist. Und er soll dann den Eid leisten mit einem Eidtext, der auch inseriert ist. Also da unten oben ist die Einleitung und das Mandat an die beiden Bischöfe, die offenbar auch kein eigenes kriegen, sondern das ist auch gleich integriert. An den Exekutoren eigentlich. Und die beiden Formelanfänge habe ich hier markiert. Der Übergabeformular, das sehr kurz ist, und der Eid, der etwas länger ist. Die ganz wichtige Sache auch bei Papsterkunden immer der Fall, weil die denken streng rechtlich, die beiden sollen es machen oder einer von ihnen. Das ist nicht deshalb, weil der Bischof von Bez 71 Jahre, Mensch 71 Jahre alt ist und man das in Rom weiß, sondern das machen sie immer. Wenn einer verhindert ist, soll es auch gelten. Wenn der Auftrag an zwei geht, das macht nur einer, kann jemand kommen und sagen, das stimmt nicht, ist irregulär, Papst hat das nicht gehalten, die ganze Zeremonie ist ungültig. Daher diese Kautel automatisch mitgeliefert, seit mehr oder weniger immer schon. Also, im 11. 12. Jahrhundert, wo die Papsturkunde sich wirklich festigt als Urkundentyp und Rechtsform, ist das alles schon inkludiert. Auch die Beauftragung, dass der Bischof von Wiener Neustadt das machen soll, ist nicht die Bosheit, dass man zeigt, dass es so vergangen ist, sondern das hat auch durchaus den Hintergrund, dass sie ja bei der Weihe des Erzbischofs die Suffragane beteiligt sind. Und hier wird nichts geweiht, weil der ist ja schon ein geweihter Bischof. Aber dass man den Suffragan, der da ist, wenigstens mit in die Zeremonie einbezieht, ist völlig im Rahmen und völlig normal. Und der hat es auch gemacht. Wir kennen die Zeremonie dann und er hat tatsächlich der Bischof von Wiener Neustadt das Pallium dann übergeben. Die Eide haben auch ihre Geschichte. Die Eide gibt es wenigstens ab dem 12. Jahrhundert. Und zwar wortwörtlich. Also meine eigene Arbeit kenne ich sie bereits beim Innozenz mehrfach, wenn sie im dritten Sichtstand zu sagen, weil wir sind im 13. Und die werden eins zu eins übernommen, auch dort, wo es ein bisschen sinnlos ist, denn es wird dem Bischof aufgetragen, auch in der Übergabe, er soll das Pallium tragen in seiner Kirche, das ist eine liturgische Zeremonie, also nicht über die sonstige Herrschaft, und an den Festen, zu den Gelegenheiten, wie es die Privilegien der Kirche von Wien sagen.
mit Privilegien der Kirche von Wien gibt es diesbezüglich nicht, weil es ja auch noch keinen Erzbischof gegeben hat, der sich privilegieren lassen kann, wenn man das sagen darf. Ist aber so im Formular drinnen, daher wird es auch hier so gemacht. Normalerweise sind das die kirchlichen Hochfeste, häufig auch der Tag der Weihe oder Inauguration des Erzbischofs und ganz besonders auch das Patrozinienfest. Das ist Routine, wenn manche Urkunden jetzt auch ausgeführt werden, das darf, gibt es auch eben diese genannten Privilegien. Und da sieht man dann, was damit gemeint ist. Hier eben wird es dann nicht gesagt. Und der Eid ist auch sehr interessant, weil eigentlich, wenn man den liest und der eben im 7. schon wenigstens üblich ist, das Erste, was der neue Bischof oder eben Erzbischof leistet, ist, er darf seinem Herrn nicht nach dem Leben trachten. Er darf nicht in der Verschwörung sein, dass er gefangen wird. Er muss den Rat, den er ihm gibt oder den irgendjemand erfährt, für sich behalten, darf nicht weitergeben. Das Ganze ist eigentlich ein Vasallenheit. Und den leistet wortgleich auch Johann von England, wie er seine Interdikt und seine Schwierigkeiten, seine Königreiche von Innsbruck zu Dritten wiederum zu Lehen nimmt. Und der Anfang, am Schluss wird es ein bisschen anders, ist genau dieser Wortlaut. Das ist eigentlich ein Vasallenheit, der im 18. Jahrhundert mit den Amtsbeschreibungen von Päpsten und Erzbischöfen nicht wirklich mehr in Einklang steht, aber es ist immer so, man leistet ihn. Und es muss auch der Erzbischof, steht auch drinnen, eine Urkunde ausfertigen, wo er diesen Eid inseriert, der aus Rom gekommen ist, und besiegelt, nach Rom zurückzuschicken, damit man in Rom weiß, er hat ihn geleistet. Ob es getan hat, weiß ich nicht, aber jedenfalls steht drinnen. Gut, damit wäre jetzt eigentlich wieder angelangt bei 10 Innozenzen vorher. Könnte damit Schluss machen, aber noch nicht ganz. Ein bisschen was kommt noch. Nämlich, was mit den Dingen geschehen ist. Das will er wieder nicht. Gut, macht nichts. Sie sehen hier eigentlich dann eh mit wirklich was. Ja. Es gibt einen Bericht über die Zeremonie. Und die hier jetzt, danke, nicht runterbeten werde, aber es beschreibt, wie der gesamte Klerus, zuerst nur der Klerus, in die Kirche eingezogen ist, in welcher Reihenfolge sie marschiert sind. Und da wird auch die Erhebungsbulle auf einem silbernen Tablett, bedeckt mit einem golddurchwirkten Tuch, wird getragen. Ein Stück dahinter kommt das erste Kreuz und ein Stück dahinter auch der Trompeter und dahinter kommt das Pallium, das ebenfalls auf einem silbernen Tablett getragen wird, auf einem wiederum geschmückten Tuch, Goldtuch offenbar nicht, steht zumindest nicht so drinnen. Bei der Zeremonie drinnen in der Kirche wird dann von einem Bulliozesanen Amtsträger, also einem Mitglied des Domkapitels, wird die Urkunde verlesen, von vorn bis hinten. Wahrscheinlich nach der Transkription, aber das werde ich nicht unterstellen, vielleicht hat der Politiker geübt. Und sie spielt jedenfalls eine ganz große Rolle, die wird von vorn bis hinten runtergelesen. Und dann bei der Nachmesse und Predigt nimmt der Bischof von Wiener Art Tositz Platz. Der Erzbischof kommt und bekommt das Pallium umgehängt. Und spricht erst den Eid, wie er in der Urkunde steht, die auch da ist, in der zweiten nämlich. Und dann, nachdem er den Eid gesprochen hat, kriegt er das Pallium erreicht mit dieser Formel, die eben auch seit Jahrhunderten im Gang ist, dass eben der Amt entsprechend ausüben soll und wird damit zum Erzbischof gemacht. Und nach dieser Zeremonie ist alles erledigt, dann weißt du, übrigens auch schon der Kaiser dabei, und dann bricht man auf und geht in Prozession zurück zum Bischofspalast, weil es auch ein guter Schluss ist.